Rockford, Illinois. Dienstag, 7. März 2006, 8.10 Uhr. Das schrille Klingeln des Telefons ließ Kit hochschrecken, die am Abend zuvor eine Schlaftablette genommen hatte. Sie suchte nach dem Telefon, fand es und ließ zweimal beinahe den Hörer fallen, bis sie ihn endlich am Ohr hatte. Kit, hier ist Brian, beweg deinen Hintern aus dem Bett. Sie blinzelte in die Sonne, die durch die Jalousie ins Zimmer fiel und in ihren Augen schmerzte. Ihr Blick wanderte zum Wecker, und als sie die Uhrzeit sah, setzte sie sich widerwillig auf. Offenbar hatte sie den Wecker abgestellt. »Was verschafft mir denn die Ehre, so früh aus dem Schlaf gerissen zu werden, Leutnant Spiller?« meinte sie, während sie versuchte, den letzten Rest von Müdigkeit abzuschütteln. »Muss ja schon was wirklich Weltbewegendes sein. Der Bastard ist wieder da. Weltbewegend genug?« Sie wusste sofort, wer mit Bastard gemeint war. »Der Engelmörder.« Der Fall, den sie völlig vergebens mit solcher Besessenheit verfolgt hatte, dass sie darüber beinahe ihre Karriere und ihr Leben zerstört hätte. Aber was? Ein totes kleines Mädchen. Ich bin bereits am Tatort. Ihr schlimmster Albtraum. Nach 5 Jahren Pause hatte der Engelmörder wieder zugeschlagen. Wer bearbeitet den Fall? Riggio und White. Wo? Er nannte ihr die Adresse des Tatorts. Der lag in einem Arbeiterviertel von Rockford, einer Gegend, die schon bessere Zeiten erlebt hatte. Kit! Ja? Sie war inzwischen aufgestanden und suchte ihre Kleidung zusammen. Geh es behutsam an. Riggio ist etwas schwierig. Sie mag es bloß nicht, wenn sich jemand in einen ihrer Fälle einmischt. Schon verstanden, mein Freund. Danke. Das ist ein kleiner Einblick aus dem Buch, was ich euch heute vorstellen möchte. Es ist ein Psychothriller und er heißt Der Engelmörder von Erica Spindler. Das war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und ich bin von diesem Buch schwer begeistert, denn es ist von der Aufmachung her wie die Bücher von Sebastian Fitzek. Kurze, also was heißt kurze, relativ kurze Kapitel, die so nicht über 15 Seiten gehen und immer mit einem Cliffhanger am Ende. Und immer so, dass man denkt, ah, der ist es. Und dann denkst du, nee, warte mal, der ist es. Oder doch der oder die? Ach, nö. Und dann zum Ende sitzt man denn da und denkt, ja, klar. So eins von den Psychothrillern ist das. Also wie die Bücher von Fitzek. Es geht in diesem Buch, wie ihr es jetzt schon mitbekommen habt, um Kit, die 5 Jahre lang suspendiert war vom Job, weil sie damals schon vor 5 Jahren versucht hat, den Engelmörder zu jagen und zu fangen und da auch einige private Sachen passiert sind während der Jagd auf den Augensammler. Und aufgrund dessen, dass sie den Augensammler nie schnappen konnte, ist Kit in die Alkoholsucht getrieben worden. Naja, sie ist nicht getrieben worden, sie hat Hilfe im Alkohol gesucht und sie ist in Depression eingetaucht und war einfach nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Wurde suspendiert, ihr wurde die Dienstmarke sowie die Waffe abgenommen. Und jetzt, an diesem besagten Tag, am 7. März, morgens um 8.10 Uhr, erhält sie den Anruf von ihrem ehemaligen Partner, dass der Engelmörder wieder zugeschlagen hat. Und sie ziehen Katniss wieder in diesen Fall mit ein. Sie bekommt Dienstmarke und Dienstwaffe wieder und es ist fast alles so wie damals. Meine Katze. Was ist los, Mixchen? Was ist los, Räuber? Es ist fast alles so wieder wie damals. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sich diesmal vom Engelmörder unterscheiden, der irgendwie andere Sachen macht wie damals, vor 5 Jahren. Und immer mehr treibt sich die Spur wieder an Kit heran. Und sie droht wieder abzubrechen in Alkohol und Depressionen, weil alles wieder hoffnungslos aussieht und sie die alten Fälle nicht in Ruhe lassen. Die werden wieder aufgewühlt, ganz klar. Und ja, es spielt also, die Kapitel sind so aufgeteilt. Es gibt private Kapitel von Kit, wo man ihre Gedanken mitbekommt und was sie macht, wenn sie vom Dienst allein nach Hause kommt. Dann gibt es Kapitel, also die Kapitel von Kit zeigen halt, dass sie immer wieder labil ist und vielleicht wieder abdriftet. Dann gibt es Kapitel vom Polizeirevier während der Ermittlungen, welche Fortschritte sie gemacht haben und so weiter. Und dann gibt es Kapitel direkt vom Engelmörder, so dass man
auch da irgendwie was mitbekommt und man sich Fragen ergeben. Und ja, also ich fand dieses Buch wirklich super interessant, Erika Spindler, der Engelmörder. Ich habe auch noch ein anderes Buch von Erika Spindler gelesen, was ich euch auch vorgestellt versucht habe, was ich auch überlegt habe, euch vorzustellen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es rezensieren soll. Aber egal, wir sind jetzt beim Engelmörder und der ist super für alle Fitzek-Fans, für alle Psychothriller-Fans. Ein Muss. Auf jeden Fall. Ich gucke jetzt gerade hier. Ein kleines Kapitel aus der Sicht vom Engelmörder möchte ich euch noch vorlesen. Das ist jetzt vor dem Telefonanruf, den Kit bekommen hat. Das ist jetzt der Fall, für den Kit gerufen wird. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Kit sage, wir reden von Knight Rider, aber egal. Rockford, Illinois. Dienstag, 5. März 2001, 1 Uhr. Das Haar des Mädchen glänzte seidig. Wie er sich doch danach sehnte, es berühren zu können, wäre da bloß nicht die verdammten Latexhandschuhe gewesen, die ihm jedes Gefühl in den Finger nahmen. Doch er konnte nicht darauf verzichten. Die Strähnen hatten die Farbe von Maisfasern. Ungewöhnlich für ein Kind von 10 Jahren. Allzu oft dunkelte das Blond mit den Jahren nach, bis es einen Farbton annahm, der an trübes Spülwasser erinnerte. Dann half nur noch, das Haar zu bleichen. Zufrieden über seine Wahl legte er den Kopf ein wenig schräg und betrachtete das Mädchen. Es war sogar noch schöner als das letzte, schöner und vollkommener. Noch weiter beugte er sich vor und strich der Kleinen über das Haar. Ihre blauen Augen starrten ihn leblos an. Er atmete tief durch die Nase ein, um den süßen Geruch des Kindes in sich aufzunehmen. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich darf keine Spuren zurücklassen. Der andere bestand auf Perfektion und gab niemals Ruhe. Immerzu forderte er mehr und mehr, ständig beobachtete der andere ihn. Bei jedem noch so flüchtigen Blick über die Schulter war der andere da und schaute zu. Mit gerunzelter Stirn sah er auf ihn hinab und schnell bemühte sich der Mann, sich nichts anmerken zu lassen. Er selbst bemerkte auf einmal, wie er die Stirn runzelte und bemühte sich sofort, diesen verräterischen Ausdruck wieder von seinem Gesicht verschwinden zu lassen. Der andere mochte es nicht, wenn er ihm seine Gefühle ansehen konnte. Mein hübsches Baby, was für ein wunderschönes Geschöpf, mein schlafender Engel. Die Polizistin Kit Lundgren hatte ihm den Namen Engelmörder gegeben und die Medien waren darauf sofort angesprungen. Ihm gefiel der Name. Der andere dagegen mochte ihn nicht, aber den konnte man ohnehin nie zufriedenstellen. Zügig führte er sein Werk zu Ende. Ihr Haar, das Nachthemd mit den rosafarbenen Satinschleifen, das er für sie ausgesucht hatte. Alles musste stimmen, es musste perfekt sein. Und nun die Krönung des Ganzen. Er zog ein Fläschchen aus der Tasche und trug mit einem Pinsel eine dünne Schicht blassrosa Lipgloss auf die Lippen des Mädchens auf, wobei er darauf achtete, dass die Farbe gleichmäßig verteilt war. Nachdem er fertig war, betrachtete er lächelnd sein Werk. Gute Nacht, mein Engel. Schlaf gut. Ja, also der Engelmörder, wie der Name schon sagt, drapiert seine Kinder immer zwischen dem Alter von 8 bis 11 Jahren, blonde kleine Mädchen, drapiert er im Bett immer ganz süß und niedlich und verführerisch und engelsgleich. Und ja, deswegen haben sie ihn den Engelmörder genannt. Ich kann euch dieses Buch absolut empfehlen. Der Engelmörder hat einen absoluten Knall, der ist nicht ganz dicht. ja, ich finde es toll. Und ich habe das Buch schon vor langer Zeit gelesen, also ich glaube vor 1,5 Jahren oder so. Und ich finde aber immer noch, dass es es wert, gelesen zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei Erika Spindlers Engelmörder. Das Buch ist erschienen im, welchem Verlag denn? Im Mira Verlag und hat normale 504 Seiten. Aber die lesen sich super schnell, wisst ihr ja auch von den Fitzek-Büchern. Viel Spaß damit, wenn ihr euch das Buch kauft und wenn ihr es gelesen habt oder wenn ihr es kennt, dann postet mir eure Meinung hier unten, sagt mir Bescheid, würde mich super riesig freuen. Danke, bis nächste Mal. Tschüss!